Sehr verehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Stark-Watzinger, sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber Herr Blume, sehr geehrte liebe Frau Ministerin Schüle, Presidents and Heads of Research Councils, it's such a pleasure to have you here. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Vertreterinnen und Vertreter von Politik und Mitgliedseinrichtungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Ich freue mich wirklich sehr, Sie alle sehr, sehr herzlich zu diesem Festakt im Rahmen der Jahresversammlung der DFG willkommen zu heißen. Und schon auf dem Weg, einige von Ihnen, als Sie so auf dem Weg waren, sagten, das schwankt ja hier ganz schön. Also schon auf Ihrem Weg in die Orangerie der Potsdamer Biosphäre konnten Sie aus luftiger Höhe einen ersten Blick auf die tropische Flora und Fauna werfen. Ich freue mich sehr, dass wir alle uns dieses Jahr in dieser grünen Oase versammeln. Mein ganz besonderer Dank gilt dabei der Universität Potsdam und insbesondere natürlich Ihnen, geschätzter Herr Präsident, lieber Herr Günther, für die Einladung, unsere diesjährige Jahresversammlung hier im schönen Potsdam durchführen zu können. Auch Sie, werter Herr Oberbürgermeister Schubert, seien sehr, sehr herzlich bedankt. Dieses Jahr ist auch für die Wissenschaft bedeutsam, denn mit dem 75. Jubiläum unseres Grundgesetzes, das seit bald 35 Jahren in ganz Deutschland gilt, feiern wir auch das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit. Sie garantiert der Wissenschaft einen offenen Erkenntnisprozess, frei von gesellschaftlichen Nützlichkeits- und politischen Zweckmäßigkeitsvorstellungen. Dafür sind wir dankbar, denn die Vielfalt der in Freiheit erzielten Erkenntnisse und Innovationen sind wirklich das Kapital für unsere Zukunft. Und genau deshalb ist sie für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts ebenso wie für unsere Gesellschaft und Demokratie so wertvoll. Exzellente, innovative Wissenschaft bedarf dieser Freiheit ebenso wie der Unterstützung durch verlässliche politische Partnerinnen und Partner. Die DFG und die erkenntnisgeleitete Spitzenforschung in Deutschland können in dieser Hinsicht seit langem vertrauensvoll auf die Unterstützung ihrer Zuwendungsgeber bauen. Stellvertretend für die Unterstützung des Bundes möchte ich Ihnen, liebe Frau Bundesministerin Stark-Watzinger, und stellvertretend für die Länder, Ihnen, lieber Herr Staatsminister Blume, sehr, sehr herzlich danken. Die erfolgreiche Koordinierung der Wissenschaftspolitiken der Länder und die Abstimmungen mit dem Bund in der GWK sind für die Forschung in Deutschland von unschätzbarer Bedeutung. Ihrer beider Anwesenheit als aktuelle Doppelspitze der GWK und Ihre Bereitschaft, das Wort an uns zu richten, ehrt und freut uns sehr. Neben Ihnen als VertreterInnen der deutschen Politik beehren uns heute auch die Leitungen zweier europäischer Forschungsförderorganisationen mit ihrer Anwesenheit. Auf der Bühne der Jahresversammlung einer nationalen Förderorganisation ist dies ein außerordentlicher Grund zur Freude, besonders für die DFG. Vor allem aber ist es ein starkes Signal für die enge Partnerschaft unserer Organisationen in Europa. Daher freue ich mich sehr, mit Krzysztof Wierzbiak vom Nationalen Wissenschaftszentrum Polen, NCN, und Dame Ottolin Leiser von UKRI, zwei ausgewiesene ExpertInnen der europäischen Forschungszusammenarbeit, begrüßen zu dürfen. Als Forschungsförderer stehen unsere Organisationen wirklich in tiefer Verbundenheit, das darf man sagen, etwa durch gemeinsame Ausschreibungen über WEAVE oder unsere Zusammenarbeit im Global Research Council und Science Europe.
Auch persönlich kennen wir uns von vielen Sitzungen und haben uns zuletzt vor kurzem, vor 2 Wochen, in Interlaken und in Warschau getroffen. Auf dem Podium werden wir gemeinsam Fragen der europäischen Forschungszusammenarbeit erörtern. Vielen herzlichen Dank, dass Sie für diesen gemeinsamen Austausch den weiten Weg nach Potsdam gekommen sind. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch den Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Walter Rosenthal. Lieber Walter, ich danke dir ganz herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, die Sicht der deutschen Hochschulen auf die europäische Zusammenarbeit dann in die Diskussion einzubringen. Außerdem begrüße ich sehr herzlich die Vertreterinnen und Vertreter unserer Mitgliedseinrichtungen. Wir haben ja in den letzten Tagen schon viel gemeinsam gesessen und viel gemeinsam debattiert, was ich immer als überaus bereichernd empfinde. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Anwesenheit, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement, für die freie, erkenntnisgeleitete Forschung in den Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen dieses Landes. Und Ihnen allen wünsche ich viel, viel Vergnügen heute Abend, denn wir wollen ja auch ein bisschen feiern. Thank you.